Da müssen wir jetzt auf jeden Fall dran denken, dass wir das gut bewässern. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Wie man sieht, haben unsere Schweinchen schon wieder den ganzen Futterteller leer. Und weil wir beim Sommer nicht alles kaufen möchten, pflanzen wir das im Garten selbst an. Aber vielleicht haben zwei Leute vergessen, im Ende letzten Jahres den Garten winterfit zu machen. Deswegen wächst da vielleicht noch ein bisschen was drin. Und wir wollen euch in diesem Video mal mitnehmen und euch zeigen, wie wir unsere Hochbeete, die wir, ich glaube, 2020 gebaut haben. Ja, 2020. Jetzt mal sommerfit kriegen und dann da wieder anpflanzen können. Oh ja, da freuen wir uns drauf. Das ist der aktuelle Stand von unserem Garten. Da hatten wir letztes Jahr Mais drin und die Zucchini. Da sieht man auch noch das Gerippe. Das Gras ist inzwischen auch sehr hoch. Im Hochbeet fühlen sich auch einige anderen Pflanzen noch wohl. Die Erdbeeren vom letzten Jahr, die kommen tatsächlich auch wieder. Die wollen wir nur ein bisschen befreien vom Laub. Ja, dann haben wir hier noch einen kleinen Kübel, der war letztes Jahr unbepflanzt. Hier war Gras drin. Ja gut, da soll alles raus, da soll was anderes rein. Dann haben wir hier noch den alten Lavendel, der muss auch mal zurückgeschnitten werden. Da haben wir noch die Sonnenblumen. Ja, Bambus, den wir neu gekauft haben. Da kommt noch die Petersilie wieder. Ja gut, man sieht es halt, überall Unkraut drin. Na, Unkraut ist es ja nicht, sondern Wildkräuter. Da stehen schon unsere Gurken drin, die wir noch einpflanzen müssen. Dann haben wir hier den Giersch. Das war mal ein Basilikum, aber der ist halt komplett verblüht und schon tot. Und da haben wir Spitzwegerich. Und ran ans Werk! Oder dass der Mais in dem Boden hier gewachsen ist, ey. Das ist so ein richtiger Bauschuttboden, ey. Wahrscheinlich kann er mehr. Ach, hier ist eh alles tot.
gut, die standen da wahrscheinlich eine ganze Weile und die werden ja gut bewässert da im Laden. Ja. Also ein bisschen tief. Egal, wird es schaffen. Die muss eh erstmal ein gutes Stück schaffen, damit die hinten an die an das Kletterding kommt. Ja, glaube ich auch. Die schaffen das. Ja. Du hast ja schon alles bereit gemacht zum Wässern. Ja, die kriegen dann immer gut Wasser, weil das Gewächshaus gerade in den Wintermonaten richtig krass austrocknet. Hier ist auch ein leichtes Gefälle dran, merke ich gerade. Egal. Die schaffen das schon. Ja. Ich brauche nehme mal die Schaufel. Und hier kommt noch die dritte hin. Dann können sie ihre Fühler ausstrecken. Ich hoffe, die Erde, also die packen das. Ja, da kommt dann auch gut Wasser drauf, dass die Erde gut durchnässt ist und dann geht's ab. Eine rein. Damit wir auch wissen, was da gepflanzt ist. Ja, sonst vergessen wir das. Lunchbox-Snackgurken. Ja, geil. So, ich habe jetzt unser Bodenbeet umgegraben heute. Da war ja letztes Jahr die Zucchini und unser Mais drin. Da genau. Kommt dieses Jahr auch wieder Mais rein und vielleicht ein Kürbis. Ja, mal gucken. Oh. Auf jeden Fall sieht das jetzt wieder schön aus. Drumherum haben wir uns noch überlegt für dieses Jahr, dass wir so ein Wachsstopp, so eine Plastikbahn machen, dass halt von hier der Rasen nicht hier so durchwächst, weil das doch ganz schön viel ist, wie der Rasen sich das wiederholt. Mal gucken, da sind wir noch am Überlegen, wie wir das genau machen. Ja, dann hat Ann-Christine das Hochbeet sauber gemacht. Genau, die Erdbeeren können auch wieder atmen. Ich habe die ganzen blöden Blätter abgemacht. Da hinten ist auch noch eine. Hier kommt dann ja wieder Möhrchen und Salat rein, denken wir. Mal gucken. Ach, da sieht man mich. Hallo. Hatten heute einen schönen sonnigen Tag. Ja gut, was da reinkommt, wissen wir noch nicht. Vielleicht wieder ist ein Kräuterpott. Ja, da sind wir noch dabei. Dann habe ich hier den Lavendel ein bisschen gekürzt. Alles ohne Gewehr. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber werden wir sehen. Wir sind halt keine Profi-Gärtner, sondern nur Hobby-Gärtner, ne? Learning ja. By doing. Hier kommen auf jeden Fall wieder Sonnenblumen rein, aber diesmal nicht diese kleinen, sondern wieder die großen. Dann habe ich hier, wo vorher ja auch Sonnenblumen drin waren, noch den Bambus umgepflanzt, weil der hatte sich hier schon selbstständig gemacht. Mal gucken, wie gut der das verkraftet. Dann haben wir hier unser Spitzwegerich, der bleibt auch da drin. Da muss nur die Erde wieder aufgefüllt werden. Gut, in die Mitte wissen wir noch nicht, was da kommt, ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal, hier haben wir unseren Giersch, der wächst wirklich, wirklich hervorragend. Jetzt schon. Da haben die Schweinchen auch schon ein bisschen was bekommen. Vielleicht entsteht hier im Mittleren so ein Kampf zwischen Giersch und Spitzwegerich. Der versucht sich ja schon auszubreiten. Mal gucken, hier oben hatte ich auch alles rausgerissen. Da kommt auf jeden Fall wieder Basilikum rein. Und bei den anderen müssen wir mal gucken. Liebstöckel habe ich noch gekauft, Liebstöckelsamen. Aber da sind wir uns noch unsicher. Ja gut, hier haben wir unsere Gurken gepflanzt. Die ganz kleinen. Mal gucken, wie gut die wachsen. Ja, und hier hatten wir ja diese 2 Jahre dieses Grasexperiment drin. Aber da kommt dieses Jahr was anderes rein. Mal gucken. Inzwischen haben wir abends. Die Schweinchen sind gerade frisch sauber. Ja, und wir haben vergessen, Outro zu drehen. Deswegen gibt es das jetzt. Ja, wir sind mit dem Garten komplett fertig. Da ist jetzt alles ready fürs Anpflanzen. Allerdings müssen wir dafür nochmal eben in den Baumarkt, beziehungsweise hier ins Gartencenter und Saaten holen. Genau, wir sind uns immer noch ein bisschen unsicher, was wir wo einpflanzen, aber ich denke, das wird schon. Da gibt es dann auch nochmal ein Video zu, wie wir es einpflanzen, aber das in einem separaten Video. Wir haben dann nämlich auch nochmal wieder vor, dieses Jahr Regrowing zu machen mit diesen Wurzelsalaten aus dem Supermarkt. Mal gucken, wie gut das dieses Jahr funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Es sind übrigens alle 6 Schweinchen auf diesem Video. Bumi versteckt sich da drin, hat sich da Dill reingesichert. Ach, oh, das war richtig passend, oder? Ja, da ist süß wieder rausgeguckt und sich gedacht, oh, da ist die Kamera, jetzt bloß schnell weg. Richtig sweet, oh. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Gärtner-Video, aber seid nicht zu streng zu uns. Wir haben, wie gesagt, immer noch keine Ahnung von Gärtnern, aber irgendwie klappt es trotzdem jedes Jahr. Ich würde jetzt auch nicht von mir behaupten, ich habe einen grünen Daumen, eher das Gegenteil. Ja, ich auch, aber es klappt ja irgendwie. Wir haben jetzt auch nicht so die teuerste Erde. Aber naja, es wächst ja. Ja, es ist immer so schön, die Natur findet einen Weg. Ja, ist auch halt echt uns. So.
Und das war's mit diesem Video. Wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Und wenn ihr nichts mehr von den Wikis verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Über Like und Kommentare freuen wir uns auch immer sehr.